Bänder über den Blumen zu spannen, beachtet, dass der rote Pfeil von euch wegschaut. So, dann nehmt ihr eure erste Farbe. Wir machen den Rand des Armbandes und spannen den vom ersten Stift nach links. So. Die gleiche Farbe wieder vom letzt benutzten Stift zum davorliegenden. Die gleiche Farbe wieder vom letzt benutzten Stift zum davorliegenden. Und das macht ihr jetzt bis zum vorletzten Stift in der Reihe. Und das letzte. So. Dann nehmt ihr wieder die gleiche Farbe und spannt sie vom letzt benutzten Stift in die Mitte. So, das gleiche macht ihr jetzt auf der anderen Seite. Ihr nehmt wieder die gleiche Farbe und spannt sie vom ersten Stift, vom mittleren, nach rechts. Wieder die gleiche Farbe vom letzt benutzten Stift zum davorliegenden. Wieder vom letzt benutzten Stift zum davorliegenden. Das macht ihr wieder bis zum letzten Stift. Die gleiche Farbe wieder vom letzt benutzten Stift zum davorliegenden und wieder vom letzt benutzten Stift in die Mitte. So, dann drückt ihr das hier runter. Dann nehmt ihr die Farbe, die ihr in der Mitte haben wollt. Nehmt gleich zwei Gummiringe davon, Gummibänder, hier, zwei, und spannt das erste Gummiband vom mittleren Stift zum davorliegenden und nehmt die gleiche Farbe wieder und spannt es einfach drüber, über das Gummiband. So, jetzt haben wir hier zwei. Das gleiche macht ihr jetzt wieder. Nehmt zwei Gummibänder und spannt sie so. Jetzt haben wir hier zwei und hier zwei. Zwei Gummibänder. So, und das macht ihr jetzt bis zum Ende des Looms. So, und die nächsten zwei. So, jetzt haben wir hier in der Mitte immer zwei und außen eins. So, jetzt dreht ihr den Loom um, sodass der rote Pfeil zu euch schaut. So, dann geht ihr zum zweiten Stift, nicht zum ersten, zum zweiten. Holt euch ein Gummiband, das oberste Gummiband von den zwei, nehmt euch das oberste und spannt es nach links. So, dann habt ihr jetzt noch das zweite Gummiband, das pinke, und spannt es nach rechts. So, das gleiche macht ihr jetzt hier vorne auch. Das oberste nach links und das letzte nach rechts. Immer das oberste nach links, oberste nach links und das letzte nach rechts. Das macht ihr jetzt bis zum Ende des Looms. Das oberste nach links und das letzte nach rechts. So, jetzt loomen wir den Rand. Ihr nehmt dieses Lilane, das oberste Lilane, ihr schiebt die zwei Rosen weg und holt euch das oberste Lilane und spannt es nach links. Dann holt ihr euch dieses Lilane her, nach von ganz unten, dann gibt es nach vorne. Dieses Lilane hier nach vorne. Das machst du jetzt bis zum letzten Stift. So, wieder das unterste und nach vorne. Jetzt holen wir uns dieses Lilane hier, das unterste, und geben es in die Mitte. So, dann schieben wir hier alles schön runter. Und machen das gleiche auf der anderen Seite. Das unterste Lilane nach rechts diesmal. Holt euch dieses hier, das ganz unterste, und spannt es nach vorne. Hier dieses hier
vorne. Das macht ihr jetzt bis zum letzten Stift in der Reihe. So, dann nehmt ihr dieses hier. Und spannen nach vorne. Und das letzte. So, dann schiebt ihr alles im letzten Stift runter, steckt den Haken hinein, lasst ihn so ausstehen und beachtet, dass alle Gummibänder auf dem Haken sind. Dann nehmt ihr ein Gummiband mit der Farbe eures Randes. Bei mir ist das lila. So gibt es die Farbe auf den Haken und zieht die Farbe durch mit eurem Haken. So, jetzt habt ihr ein Ende in den Fingern und das andere auf dem Haken. Das andere Ende gibt ihr jetzt auch auf den Haken und schiebt die Enden auf den dicken Teil des Hakens. So. Dann nehmt ihr euren C-Clip und spannt ihn hier an. So, dann könnt ihr den Haken rausgeben und das Armband abziehen. So sollte es jetzt aussehen. Wenn ihr euer Armband noch verlängern wollt, weil es euch zu kurz ist, legt ihr das Armband mal auf die Seite, dreht den Loop so um, dass der rote Pfeil von euch wegschaut, nehmt ungefähr 3 bis 6 Farben von eures Randes, also lila bei mir, ich nehme 3, 2, 3, dann nehmt ihr das Ende eures Armbandes ohne dem C-Clip. Das ist mit dem C-Clip und das ist ohne dem C-Clip. Nehmt das ohne dem C-Clip und spannt es so drüber. Dann dreht ihr den Loom um, sodass der rote Pfeil zu euch schaut. Dann nehmt ihr den Haken und loomt ganz normal. Dann nehmt ihr das Ende mit dem C-Clip eures Armbandes und steckt den C-Clip hier an. Und zieht es ab.